Man kann es sich wünschen, man weiß es aber bis zum Schluss nicht, bis man als Sieger über die Ziellinie fährt, ob es auch wirklich gelingt. Und wenn es dann soweit ist, ist wirklich also das wahrscheinlich der emotionalste Erfolg meiner Karriere. Ja. Jetzt fühlt es sich das erste Mal so richtig real an, weil die Medaille halt auch da ist. Ja, ich glaube, mit jedem Mal, wo man irgendwie auf ein Podium steigt oder irgendwie so auf dem Siegerfoto dabei ist, realisiert man es ein Stückchen mehr, aber eine Nacht schlafen, darüber schlafen tut sicher nicht schlecht. Seit ich als 10-jähriger Bub mir auf den Zettel geschrieben habe, dass ich Olympiasieger werden will, seither laufe ich der Olympia-Goldmedaille hinterher. In Vancouver 2010, damals ganz, ganz knapp. Und ja, damals in Höchstform fast ein bisschen vorauszusehen gewesen, dass ich da gut abschneiden werde. Und diesmal mit dem ganz großen Ziel, vorher die Weltcups und so als mehr oder weniger als Training herzunehmen, um die perfekte Form zu haben, um das Material so auf den Punkt zu bringen, dass es genau für diesen Tag heute passt und dass es dann wirklich alles so ausgeht und genau so hinhaut. Ja, das wünscht man sich, kann man aber nicht wissen und umso schöner ist es heute. Ich wollte einfach ja, mein bestes Snowboarden zeigen und wirklich jeden Lauf genießen und ja, es genießen, da am Start zu stehen und Spaß zu haben. Und ja, ich habe gewusst, wenn ich meine Trainingsleistung abrufe und dann ins Ziel fahre, kann ich mit der Platzierung dann wahrscheinlich auch zufrieden sein, egal was rauskommt, weil ich weiß, dass ich mein Bestes gegeben habe. Und ja, dass das ein zweiter Platz geworden ist, ist natürlich umso schöner. Ich habe es immer einfach sehr gern gemacht, den Sport einfach geliebt, ich wollte einfach springen. Und ich glaube, ich habe mir relativ viel davon erhalten, auch wenn es jetzt natürlich sehr schön ist, dass ich mit der Silbernen da habe. Und es natürlich auch ein großes Ziel war, mit Medaille, mit Olympiamedaille heimzukommen. Rennmedaillen habe ich jetzt doch schon ein paar im Team gehabt, Olympia hat noch gefehlt. Ich war mir auch relativ sicher, dass ich mit Medaille heimfahre, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Da war ich schon überzeugt davon, habe aber eher auf dem Teamwettkampf nächste Woche damit spekuliert. Und ja, umso schöner ist jetzt, dass es beim ersten Wettkampf im Einzel schon geklappt hat. Ja, wir bleiben jetzt einmal im Moment. Ich muss jetzt einmal das da genießen.